Hallo Römerling-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bulletstorm. Full Clip Edition. Wir sind hier stehen geblieben. Bisschen weiter. Und da vorne sehe ich eine neue Versorgungskapsel, wie es aussieht. Das ist sehr nice. Erstmal gucken, ob was hier so los ist. Nichts. Alles klar. Gut, was haben wir denn so? Kein Upgrade. Ja, kaufen wir nochmal hier ein paar Bullets. Das reicht erstmal. Und hier sind wir auch ganz gut dabei. Vielleicht nochmal eine, ein Skillshot kaufen, sag ich mal. Nein. Eine Ladung. Das war's. Ach, von, okay. Von hier hätte ich auch ankommen können. Kann ich hier hoch? Nein, schade. Lol. Lol. Okay, erstmal treten. Das war. Oh. Der war nice. Nach einer Flasche schon? Ach man, ey. Nach einer Flasche schon. Kriegen wir diese Kacksicht. Okay. Naja, dann ist das so. Nicht gut. Was jetzt? Oh Gott! Geh weg! Geh weg! Sehr gut, okay, das hätten wir. Ray! Bitte halt! Shit! Ja, Hinterhalt hinter uns? Nee, Hinterhalt ist doch eigentlich hinter uns, oder nicht? Oh! Oh! Die war mies versteckt. Es gibt einen besoffen Skillshot? Aua. Oh Gott, oh Gott. Oh. Gibt's noch mehr? Ich muss langsam aufpassen. Okay, den hätten wir. Wo ist er? Da ist er. Alles klar, war's das? Du hattest wirklich alles unter Kontrolle. Hat mich an einen Soldaten erinnert, den ich mal kannte. Ich habe nie aufgehört, dieser Soldat zu sein. Du warst zu betrunken, um zu wissen, was du warst. Okay, ach, da geht er jetzt hin. Okay, dann gucke ich mich hier nochmal um. Ah. Das klang nicht gesund, Ishii. Ist hier vielleicht nochmal eine Flasche oder so hinter? Nee, okay. Hast du fein gemacht. Hast du fein gemacht. Okay, da ist auch nichts. Oh, ich hab selbst schon Flaschen übersehen. Ach, lol, ich bin schon vorgelaufen, ey. Holy moly. Ist meine Maus. Also, ich hab das Gefühl, meine Mausgeschwindigkeit wird ständig erhöht oder so. Aber naja, ist das halt so. Über mir ist nichts. Da, nee. Oh. Der zweite Bot. Hä? Warum stand da oben gerade, oben rechts gerade gefundene Flaschen 1 von 20? Ich hab doch gerade einen Nanobot zerstört. Oder diesen Newsbot. Was sind die Versorgungskapsel? Ist die oben? Ah, da, okay. Okay, hier ist nichts mehr. Ja. Nutzen wir erstmal die. Wir haben was Neues. Oh. Die Flail Gun. Ja, kaufen wir das erstmal alles. Was ist das denn für eine Waffe? Abfeuern, Item 9, damit sie explodiert. Ah. Okay, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Bereithalten. Warte, erstmal gucken. Hier war was. Ich konnte gerade was drücken. Ich konnte doch gerade was nehmen, oder nicht? Bin ich jetzt doof? Sagt nichts, nein, Leute. Aus. Ist hier noch irgendwo was? Ich sehe nichts.
Au! Das ist cool. Das ist übel cool. Okay, aber die hebe ich mir mal auf. Glaube ich mal. Und warum kam da oben rechts eben übrigens, als ich die einen gekillt habe, schon wieder? Oh. Ich kann den... Kann ich hier nicht durch? Was? Weißt du, machen sie das schon rein und dann kann man da nicht mal durchrennen. Okay. Dann halt nicht. Schließ die Schweine auf, wir müssen Munition sparen. Okay. Lol. Hä? Ah, lol. Vergiss das Kanonenfutter. Konzentrier dich auf das schwere Geschütz. Okay, den hätte ich. Den hätte ich auch. Ey, wo schieße ich denn hin? Oh Gott. Moment. Die tun mir schon fast leid. Whee! Aber eben nur fast. Das war ein nice Shot. Nein. Ah, daneben. Okay. Puh. Ich will da rein. Okay, dann nicht. Geh weg. Nice. Schön in die Hochspannungsleitung kicken. Ach, sowas finde ich nice. Okay, das war gerade ein wenig erschreckend. Okay, kann ich hier leider nicht durch. Alles klar. Haben wir hier noch irgendwas? Irgendwas, was ich mir grabben kann? Was ich mir snacken kann? Nein, aber eine Versorgungskapsel ist wieder nah. Zack, rüber. Ich sehe hier aber gerade noch keinen. Ach, da. Okay. Ha. Wir können wahrscheinlich... Oh! Detonation freischalten. Schmettert das Ziel auf den Boden, um eine gewaltige Detonation zu erzeugen. Während normale Gegner mit enormer Gewalt durch die Luft geschleudert werden, werden größere Gegner zu Boden geworfen. Nein, ich kann es mir nicht kaufen. Okay, aber Muni ist momentan noch ganz gut, also werde ich hier drauf erstmal sparen. Würde ich jetzt mal sagen. Ich könnte vielleicht nochmal eine bessere Ladung oder eine Ladung halt allgemein gebrauchen, aber... Alter. Okay. Aber ja. Schade natürlich. Ich hab keine. Wir haben unsere Mädchen offenbar ein Bewusstsein. Alter, ich hab keine Punkte, um mir einen zu kaufen. Dutzende von Toten. Sie hat ihre Gastfreundschaft wohl abgelehnt. Wir jagen eine fähige Soldatin. Ja, aber sie hat eine Spur hinterlassen. Sie weiß also nicht, dass wir ihr auf den Fersen sind. Das würde ich ja nicht so sagen, ne? Aber okay. Kann ich hier nicht? Warum kann ich denn da nicht rüber? Ah, schade. Okay, da ist nichts. Kann ich da vielleicht nochmal reingraben oder so? Was rausziehen? Nein, hätte sein können. So ein Secret oder so. Aber das ist leider nicht so. Wenn sie uns erkennt, wird es schwer werden, sie zu überzeugen, uns bei unserer Evakuierung zu helfen. Wenn sie uns Ärger macht, überzeugt sie vielleicht meinen Stiefel in ihrem Arsch. Das könnte sein, ja. Was ist das? Aber okay. Ja. Nice. Ach, das ist sowas. Ich sehe jetzt erst, was genau das ist. Wie gefällt dir das, du Freak? Eine Maid in Bedrängnis von allen Seiten. Okay.
So, haben wir hier noch irgendwas? Schnell nochmal nachgucken, bevor ich einfach losgehe. Nicht, dass ich hier noch irgendwas übersehe oder so. Identifiziert euch oder ich eröffne das Feuer! Hör zu, Mädchen, bitte, wir sitzen hier schon seit Ewigkeiten fest. Hilfst du uns, von dieser Welt wegzukommen? Ja? Fick dich doch! Wenn ihr Scheißer mich verfolgt, reiß ich euch eure Schwänze ab! Was soll das denn bedeuten? Du reißt unsere Schwänze ab? Ich reiß deinen Schwanz ab! Was sagst du dazu, hä? Apropos Schwänze und abreißen. Alles klar. Au. Mann! Komm schon! Okay, ich sollte in Deckung gehen kurz. What? Von wo denn? Was hab ich denn gekillt? Okay, Konzentration. Ah, während wir da ballern, kann ich ja mal ein bisschen was labern, Leute. Und zwar gibt's ja heute wieder Livestream, heute ist ja Freitag. Ja, dieser Part ist ganz frisch. Nur für euch. Und... Ja, das haben wir ja schon gehört. Und... Identifiziert euch oder ich eröffne das Feuer! Nein, Mann. Okay, ich erzähl gleich, wenn hier fertig gelabert wurde, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Hilfst du uns, von dieser Welt wegzukommen? Ja? Fick dich doch! Wenn ihr Scheißer mich verfolgt, reiß ich euch eure Schwänze ab! Was soll das denn bedeuten? Du reißt unsere Schwänze ab? Ich reiß deinen Schwanz ab! Was sagst du dazu, hä? Apropos Schwänze und abreißen. Da oben! Okay. Ja, was wollte ich sagen? Es gibt ja heute wieder Livestream. Heute ist ja Freitag. Wird wahrscheinlich so gegen 19 Uhr starten. Oh Gott. Au. Und ja, erstmal wird ein bisschen Bioshock gespielt. Weil ich wieder neue Parts und so brauche. Und weil ich Bock drauf habe. Weil Bioshock einfach nice ist. Und im Anschluss wird weiter Yooka-Laylee wahrscheinlich gespielt. Aber ich bin mir noch nicht sicher, weil ich vielleicht vorhabe, ein wenig Speedruns zu üben. Und zwar von meinem absoluten Lieblingsspiel. The Legend... Was willst du denn hier? The Legend of Zelda Link's Awakening. Dieses Spiel ist halt einfach göttlich. Und ich habe es halt schon aber tausende Male durchgespielt. Und auf Speedruns hatte ich eh schon immer mal Bock. Und warum dann nicht einfach das Lieblingsspiel aller Zeiten bei mir jetzt Speedrun? So, ist doch die beste Idee eigentlich. Dadurch, dass ich das Spiel eh schon kenne und so weiter. Also eh schon sehr, sehr gut kenne. Etc. Ich muss nur noch mal ein bisschen was gucken. Ich muss noch ein bisschen was, ein paar, die Route, sag ich mal, mir angucken. Wie man genau laufen muss, was für Tricks es etc. gibt. Und dann hätte ich halt mega Bock, das zu speedrun. Und ich weiß halt, wie gesagt, nur noch nicht, ob ich das dann wirklich... Ihr Signal ist tot. Sie ahnt etwas. Ob ich das wirklich schon heute machen werde, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall Bioshock, falls ihr Bock habt, schaut rein. Detonations-Upgrade. Mach mal Detonation, okay. Alles klar. Ja, wenn ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall gerne rein. Und wie gesagt, wenn ich kein Zelda heute speedrunne oder übe, sag ich mal, zu speedrun, dann wird auf jeden Fall Yooka-Laylee weitergespielt. Vielleicht mache ich auch beides. Kann natürlich auch sein. Und vielleicht noch ein bisschen LOL, weil die Placements ja noch anstehen für mich. Ich habe sie bisher noch nicht getan. Ich habe 2 Spiele gemacht und eins gewonnen, eins verloren. Okay. Gibt's noch welche? Ja, eins gewonnen, eins verloren. Das muss ich noch machen. Vielleicht mache ich das halt einfach im Stream. Weil nice. Das war. Nicer Shot, muss ich jetzt zugeben, ne? Das war schon, ja, doch, war nett. Och, Mann, lauf doch einfach. Ah, ist hier hinten noch was? Nein, okay. 15 Minuten, alles klar, dann können wir noch ein bisschen was, weiterspielen hier. Ah, Leute.
Okay. Muss aufpassen. Hey. So, Moment. Jetzt. Was ist das? Ein Punkt für die Lady. Kann ich den? Da. Okay, da kann ich die Peitsche nutzen. Peitsche nutzen. Hm. Peitsche nutzen. Nice Deutsch. Auf WTF. Alles klar. Gut, wir haben noch 3 Schüsse hiervon. Kann auch noch kein Upgrade kaufen. Komm, machen wir hier mal die Detonation auf Maximum. Dann kaufen wir hier nochmal ein bisschen mehr Muni. Sind fast voll damit. Kaufen nochmal 2 Ladungen. Kaufen hier nochmal ein bisschen mehr Muni. Und kaufen hier nochmal ein bisschen mehr Muni. Dann kann ich mir sogar noch einmal hier eine Ladung kaufen. Da habe ich 0 Punkte mehr. Ist okay. Und jetzt würde ich sagen, sind wir... Setz die Peitsche ein. Sind wir bei Muni erstmal gut... Oder mit Muni jetzt erstmal gut versorgt. Können also erstmal Punkte wieder sparen. Geh weg. Bam. Bam. Ha. Oh, ich find sowas nice. Dass man die Gegner einfach halt in diese Kakteen reinschubsen kann. Lol. Wo hab ich dich denn hergezogen? Wo bist du? Ach, da bist du. Geh weg. Oh, der Shot, Alter. Hä? Ah, Q gedrückt halten, okay. Oh. Alles klar. Geht weg! Ich glaube, es sind alle tot. Ich glaube... Doch, doch, ich glaube schon. So, erstmal zumindest. Haben wir da noch was? Nein. Hier noch was? Nein. Jetzt kann ich schnell hinlaufen. Willkommen in der überwältigendsten Station der Außenquadranten. Dosoldische Glücksgefühle durchziehen den gewaltigen Terror-Dome mit vollständiger 7D-Genussillusion. Alles, alle. Ihre gesamte wunderschöne Familie Manu. Zu verzücken. Bist du bereit für ein bisschen Verzückung, meine wunderschöne Familie? Absolut. Als ob wir eine Wahl hätten. Mann, ich will immer C drücken, um zu crouchen, aber das ist hier mit Steuerung. Willkommen zu Ihren schlimmsten Albträumen und Ängsten, dem Terror Dome. Sehen und staunen Sie angesichts der abscheulichen Grube des mächtigen und schrecklichen Megaton. Der Legende nach kann ein mutiges Herz den gewaltigen Megaton zähmen und sogar kontrollieren. Haben Sie den Mut dazu? Alles klar, interessant. Ich werde jetzt noch zu der Versorgungskapsel da hinten hinrennen. Und dann jetzt den Part beenden, würde ich sagen. Ich will mal wissen, wir haben ja gerade eigentlich eine Menge Versorgungskapsel, Punkte bekommen, meine ich. Von 0 auf 2000 ist eine nette Sache. Oh, wir haben eine neue Waffe. Oh, Bone Duster. Das ist natürlich nett. Ist das eine Schrotze oder was ist das? Das ist eine Schrotze. Oh. Nach einer Revolver die geilste Waffe im ganzen Game. Schrotze ist halt echt... Oh. Schrotzen sind halt coole Waffen, ey. Gut, Leute. Dann würde ich aber sagen, jetzt beenden wir den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.